German, East Frisian Low German. 1. Ein. 2. Zwei. 3. Drei. 4. Vier. 5. Fünf. 6. Sechs. 7. Sieben. 8. Acht. 9. Neun. 10. Zehn. Der Nordwind und die Sonne stritten miteinander. Jeder behauptete, er sei der Stärkere von ihnen, als sie einen Reisenden sahen, der des Weges in seinen Mantel gehüllt daherkam. Insen fuchten Nordewind und Süen, welde weil die Stärke davon bereit was. Assen wannede, den warm Joab anha, dat pat anderol kwam. Sie waren sich einig, wer auch immer der Erste wäre, welcher den Reisenden dazu brächte, seinen Mantel auszuziehen, würde als der Stärkste angesehen werden. Sie kwam over ein, dat dein starke wesen soll, dei de wannede dwingen de sin Joab utzutrecken. Dann fing der Wind an, mit aller Kraft zu wehen, aber je kräftiger er wehte, desto tiefer hüllte der Reisende sich in seinen Mantel ein und letztendlich gab der Nordwind es auf, ihm den Mantel auszuziehen. Der Nordwind puste bald dauerlich, man wo felle heider de, wo mehr mümmelde, sögt die wannede in sin Joab in. Zuletzt gaf der Nordwind tell. Dann begann die Sonne zu scheinen, und schon nach einer Weile wurde es dem Reisenden zu warm, und er zog sich seinen Mantel aus. Somit musste also der Nordwind einsehen, dass die Sonne der Stärkere von ihnen war. Nu verwarmte die Süen, die Lücht mit hü Leif angels, und knapp hannig lockte die Wannede sin Joab ut. Do muss der Nordwind bekennen, dat die Süen stärkst was.